Nimm mal wiedersehen. Alter, ich sollte Carmen zu was? Ich sollte Carmen dazu bringen, die Identität des Werwolfs zu enthüllen. Sie ist in den Tempelbezirk zurückgekehrt. Alles klar. Ja Mann, wir wollen wieder zur Stadt. Was wollt ihr? Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Habt ihr euch entschieden? Sonst hätte ich euch wohl... Da sind wir gleich endlich da. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Hoffentlich wird ihm eure Treue nicht zum Verhängnis. Ja, abwarten und Tee trinken. War ja wieder klar. Und dann noch. Aber lädt mich ein, ihn im neuen Narakor zu treffen. Ja, machen wir das jetzt als erstes. Hat er ja gesagt, als nächstes. Der Mickrige sollte es das nicht wert.
Nase. Händlerviertel. Schöne Viertel. Frag mich ja, was diese Viecher auf sich haben. Und ja auch jetzt erst neu dazugekommen in Kapitel 3. Legen die sich hier schon mit den Wachen an. Tala, komm mal ran. So sehen wir uns wieder. So ist es wohl gelaufen, denke ich. Ich denke, ich sollte mich bei euch bedanken, dass ihr meinen Arsch gerettet habt. Ich bin nicht sicher, ob es klug war, sich mit Devet anzulegen. Natürlich war es das, vorausgesetzt euch liegt Temeriens Wohlergehen am Herzen. Was meint ihr damit? Etwas liegt in der Luft. Ihr vergesst, dass ich ein einfacher Hexer bin. Es ist so. Bevor der König aufbrach, gab er Vizima in meine Obhut. Seht her.
Sieht authentisch aus. Während meiner Abwesenheit vertraue ich euch das... Ich weiß, dass ihr lesen könnt, Hexer, aber seht. Nicht nur des Königs Siegel, sondern auch seine Unterschrift. Die fehlt auf den anderen Erlassen. Ein Siegel kann man stehlen, aber eine Unterschrift ist schwer zu fälschen. Also sind die königlichen Erlasse gefälscht. Genau. Verdammt, Scheiße. Volltest, Autorität scheint dürftig zu sein. Nun, ich bin froh, wenn ich mich wieder meinen eigenen Angelegenheiten widmen kann. Das heißt, da sind wir auch erstmal fertig. Zu den Waden zurückzukehren. Aber erstmal brauche ich den Schankwirt. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Das Buch benutzen. An. Ein Staub kann auch erstmal hier rein. Der hat nicht direkt gesteckt. So, ganz viele Ringe. Ewigen Feuers darf ich natürlich jetzt nicht in irgendwie verscherbeln. Das wäre nicht so klug. Vielleicht möchte die Kellnerin ja die Ringe haben. Verflixt. Ich hab die berühmt. Kann ich helfen? Wie? Ich kann euch das Geld für die Handschuhe geben und ihr bezahlt die Frau. Ihr seid wahrlich ein Schatz. Wunderbar. Danke. Da habt ihr ihn. Ich erzähle euch ein Geheimnis, das ihr nicht verraten dürft. Als Belohnung. Das hier sind Frauentränen. Machen den größten Trunkenbold im Handumdrehen wieder nüchtern. Das könnte nützlich sein. Durchaus. Aber dennoch will ich wissen, ob ihr was kaufen wollt. Ich will sie die Ringe nicht haben. Hat die noch zu erzählen? Ich bin gleich bei euch. Achso, nur ob ein Zimmer frei ist, alles klar. Ah, die Ringe können alle weg. Muss ich nur noch einen Händler dafür finden. War keine nette Begrüßung, ja. Sterb, Bastard. Brutzelt.
Ei, ei.